Schnuck, schnuck, wack, wack. Liebe Freunde der Neuburger Fasnacht, auch mir wünsche euch ein gutes neues Jahr mit viel Glück und vor allem Gesundheit. Wie bereits angekündigt, startet heute unser Fasnachtskalender. Ab jetzt bis zum schmutzigen Donnerstag zeigen wir täglich um 11.15 Uhr ein Video aus den vergangenen Jahrzehnten der Neuburger Fasnacht. Bevor morgen schon der erste Knaller aus unserem Filmarchiv kommt, haben wir uns für den ersten Tag etwas ganz Besonderes überlegt. Denn an unserem letzten Zunft oben war eins unserer Highlights die Sternsinger, die an jedem Haustier einiger Neuburger Prominente das Segen überbracht haben. Da heute das Fest der Heiligen Drei Könige gefeiert wird und aufgrund der aktuellen Umstände dies ja leider keine Sternsinger unterwegs sein können, schalten wir uns jetzt live in eine Videokonferenz für unsere Schnurgesternsinger. Warum die drei seit der letzten Fasnacht immer noch in Neuburg feststecken und über was die sich so alles wundere, löge und höre am besten selber zu. Mit unserem Fasnachtskalender wünsche ich mir euch alle ganz viel Spaß und Freude an jedem Tag und nicht nur heute. Jetzt geht's los, ich tritt nun ab und grüße euch alle mit Schnuck Schnuck! Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem in dieser Nacht. So, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, damit auch alle aufmerksam dabei sind, bitte ich euch alle, eure Kameras mal einzuschalten. Kaspar, bei dir ist noch ein schwarzer Bildschirm. Echt? Schau mal, jetzt geht's. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wieso treffen wir uns denn eigentlich neuerdings via Zoom? Wir sind doch weiterhin in Quarantäne. Wir dürfen doch nicht mehr noch der 8. auf die Straße. Das ist schon mal wieder typisch, dass du nichts mitkriegst. Nein, was denn auch? Du kommst ja nicht mehr hinten noch bei deinen ganzen Regelungen. Es ist einfach jedes Jahr das Gleiche mit dir. Immer unschuldig Fragen stellen, Debbie, bist du schuld an den ganzen Schlamassen? Wieso ich? Ja, wer hätte sonst Schuld dran? Dass wir das ganze Jahr mäßig in seinem Neubach bleiben. Ich war das bestimmt nicht. Wenn einer schuld dran ist, dann sei Kaspar, der die Karte von Melestadt von Neubach dabei gehabt. Jo, das stimmt, jo, das war mein Fehler. Aber ich kann doch auch nicht dafür, dass der Vogt jede Woche an das Verkehrskonzept eingeführt hat. Selig war, das war der reinste Hindernisparcours. Und dann bin ich auch noch falsch abbogen. Wie kann man denn in einem Kreisverkehr falsch abbiegen? Jetzt pass auf, ich habe meine Kamelwelle vorschriftsgemäß im Parkhaus abstellen. Also bin ich aus dem Kreisverkehr üse Richtung Innenstadt, bin den Schilder gefolgt und rums bin ich im Graben gelegen. Das kann halt auch nur mal dir passieren. Dir ist nicht einmal aufgefallen, dass das Parkhaus noch gar nicht steht. Ich will mal ein Jahr erleben, dass wir pünktlich an Weihnachten an der Krippe ankommen. So, Balthasar. Gang jetzt mal bitte auf Google Maps und gib Krippe Bethlehem ein. Sonst wird es nicht mehr dieses Jahr. Jesus, Maria und Josef, du gehst mal langsam. Hey, genau das sind sie. Und wie ist jetzt die genaue Adresse? Ich halte es nie mehr aus mit dem Kerle. Da drillst du noch durch. Je, Schätzele, was sind denn so mürrisch? Was ist denn auch los? Oh, Silvia, wir sind wie jedes Jahr wieder zu Sport für Weihnachten dran. Die Fasnacht hocken wir hier wegen Corona-Fest. Und jetzt kann man nicht einmal mehr irgendwo einkehren. Alle Wirtschaften und Beize haben ja leider auch zu. Der Neuburger Hof ja leider auch. Aber kehre doch einfach mal ein. Ich spende dir auch 3 Weizen aus dem Morgenland. Da bitte! Sind die Fergesäre immer noch da? Du hast dich wohl immer noch nicht beruhigt, dass du letztes Jahr keine Fasnachtsee gekriegt hast. Nein, aber deswegen bin ich nicht da. Ich hab gedacht, es gibt mal wieder etwas Neues. Da aus am Rhein kriegst du leider nicht mehr mit. Man fühlt sich mehr hinter schwedischen Gardinen. Warum? Wird da jetzt doch eine neue Ikea gebaut? Nein, wegen deiner Gitter rund ums LGS-Gelände.
aber würde gerne mal wissen, warum der über Kopf steht. Dort ist schon der jetzt der letzte Tent aus dem Drittstein schütteln. Ah, das mit deinen auf dem Kopf stehenden Tannenbäumle, das ist, glaube ich, wegen dem Late-Night-Shopping. Das ist doch vom Gewerbeverein. Dort, wo du so ein Baum siehst, kannst du bis am Zobe um Nini shoppen gehen. Außerdem, wenn du so einen Baum siehst, soll er dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aha! Und ich hab mein, es ist Ausgangssperre ab der 8. Und lachen mit so einem Mundschutz, das stelle ich mir auch ein wenig schwierig vor. Du hast recht, aber mir bleiben aber noch positiv. Viel interessanter finde ich, dass Schlüsselstroh jetzt aussieht wie ein langgezogener Bahnsteig. Das wird doch nicht. Wir wollen eine U-Bahn haben, wir wollen in den Untergrund. Man darf doch noch mal träumen dürfen. Apropos Träume, wer träumt dieses Jahr nicht von einer Fasnacht, trotz Corona? Hätten schon gehört? Ja klar, ab heute geht's bis zu einer Fasnacht, jeden Tag ein Video, auf seinem neuen YouTube-Channel, wo du schnauke. Denn es gilt das Motto, Welt steht Kopf, was willst du auch machen, an Fasnacht sollte man trotzdem lachen. Kasper, was seid eigentlich das Navi? Ich glaube, das Buch ein Update. Es sagt immer nur, folge dem Stern. Hey, mir sollte jetzt eine Wege mal los. Stopp, stopp. Jetzt hätte man fast wieder das Säge vergessen. Gott segne euer Haus und alle, die dort gehen, ein und aus. Wir wünschen euch ein fröhliches, gesegnetes neues Jahr. Der Kasper. Der Melcher. Und der Baldassar. Tschüss, Tim. Und bleiben so, gell? Also, Atale.